Jetzt gehörst du ja eigentlich zu der zweiten, wenn nicht schon dritten Generation der Synchronsprecher. Wer ist dein All-Time-Vorbild zum Sprechen? Ich habe sie sehr geliebt, fand sie immer hervorragend, habe mich immer gefreut, wenn ich neben ihr sprechen durfte. Tilly Launstein ist für mich eine der Göttinnen des Synchrons. Hat ja bei Titanic auch noch die alte Rose gesprochen, da war sie zum Glück noch am Leben. Und also das bei den Frauen ganz, ganz weit vorne. Was war ihre bekannteste Rolle? Oh Gott, was hat sie alles gesprochen? Was hat sie alles nicht gesprochen, ist die Frage. Ich habe selber mit ihr als Kind noch gedreht, daher kannte ich sie auch vor der Kamera. Und das war noch eine so tolle Dame, die so konzentriert gearbeitet hat. Ich weiß, ich habe neben ihr gestanden, sie hat ewig lange Texte gesprochen. Damals haben wir ja noch gemeinsam aufgenommen. Und dann sollte ich irgendwie nur antworten mit jawohl, Ma'am oder so. Und sie hat die langen, schwierigen Takes gemacht, fast immer perfekt und durch Kleinigkeiten dann nicht. Und sie dreht sich irgendwann mal zu mir und sagt, ach, jetzt müssen Sie meinetwegen hier das 20 Mal aufsagen. Und ich dachte immer so, nein, ich darf neben Ihnen sprechen, Frau Launstein. Also das ist sehr toll. Natürlich andere großartige Leute, neben denen ich sprechen durfte. Arnold Marquis habe ich kennengelernt. Gigi Hoffmann und so. Das ist natürlich für die, die jetzt Synchron mögen, sind das unerreichte Vorbilder, die leider schon viel zu lange nicht mehr unter uns sind. Uli Gressiker, den ich auch sehr gemocht habe.